Google Earth baut mir heute mein Karriereteam zusammen. 12-mal wird also der Zufall entscheiden, welche Nationalität Ulm neu ins Team hier bekommt. Es gibt die Chance auf die besten Spieler der Welt, aber auch, dass wir seltene Länder bekommen, wo es überhaupt nur 2-3 Spieler gibt. Es lohnt sich, bei dieser kleinen Weltreise mit dabei zu sein. Starten wir direkt rein. Auf gut Glück wird jetzt hier ein zufälliges Land ausgewählt. Und ich versuche mich erstmal selber noch nicht spoilern zu lassen. Ja, das sieht mir so ein bisschen nach Bahamas und so weiter aus. Also das Wasser, das ist schon sehr, sehr blau. Wir sind hier auf irgendeiner Insel gelandet und jetzt müssen wir natürlich auch herausfinden, wo wir sind. Und ich hatte sogar recht, wir sind hier auf den Bahamas. Ja, und mit den Bahamas bekommen wir hier ein Land, wo es gar keinen Spieler gibt. Jetzt wollen wir aber hier ein Land, wo es fußballmäßig so richtig abgeht. So, wieder kommt die Info weg. Wir sind in einem Schokoladenmuseum. Das ist schon mal sehr cool. Ich glaube, wir sind hier in China, also zumindest von der Schrift. Also es wird was Asiatisches sein. Wir können ja auch mal hier hingehen. Beziehungsweise hier direkt einfach mal reingehen. Spider-Man hat in Schokolade gebadet. Aber wir brauchen natürlich jetzt hier unseren ersten Spieler. Aber hier haben wir jetzt die Info, welches Land das ist. Wir bekommen hier einfach mal Südkorea zum Start. Ja, hier gibt es viele nicht so besonders gute Spieler. Aber mindestens 2 Spieler, die wir hier alle kennen. Kim und Son sind am Start. Ein Talent von Paris haben wir auch noch. Aber wir dürfen uns das Ganze hier nicht komplett frei auswählen. Denn in den Kommentaren gab es letztes Mal den Vorschlag, dass wir die Position einschränken. Ich würde sagen, das ist auch eine richtig gute Idee. Aber davor würde ich sagen, entscheiden wir erstmal, ob wir bei dieser Formation hier bleiben oder doch noch eine andere wählen. Torwart und Stürmer kommen zum Schluss und ich hoffe, dass wir jetzt einen linken Flügel oder Innenverteidiger bekommen und wir bekommen einen Innenverteidiger. Der wechselt jetzt hier erstmal in die dritte Liga. In der Karriere später sind wir dann aber auch in der Bundesliga am Start. Und auch international werden wir mitspielen, wenn wir so weitermachen, dann auch in der Champions League. Und jetzt kommen natürlich noch 10 weitere Startelf-Positionen und dann zum Schluss natürlich auch noch die Auswechselbank. Und ich hoffe, es geht jetzt so richtig gut weiter. Ich mache die Augen zu, was ihr zwar nicht seht. Und dann versuche ich auch ganz schnell diese Brücke hier quasi wegzuklicken. Aber auch hier wissen wir ungefähr, wo wir sind. Wahrscheinlich in Russland. Auch hier sieht man natürlich die Schrift, was das so ein bisschen verrät. Und ja, Skulpturenpark Moskau. Ich glaube, das ist dann wirklich eindeutig. Aber gut, wir sind ja hier auf dieser Brücke gelandet. Da wollen wir natürlich nochmal ganz kurz vorbeischauen. Wir haben hier ein Talent mit einem 86er Potenzial. Aber bevor wir die Position nicht wissen, brauchen wir sowieso nicht zu überlegen. Einmal Innenverteidiger kommt raus und wir gucken jetzt direkt, was dazu kommt. Und wir bekommen nicht nochmal einen Innenverteidiger, sondern einen zentralen Mittelfeldspieler. Da gibt es auch nur 2 Spieler, die wir hier zur Auswahl haben. Nehmen wir natürlich den mit der besseren Gesamtstärke. Auch er ist natürlich ein ordentliches Upgrade hier für diese Mannschaft, aber hätte natürlich auch noch besser sein können. Und noch besser wird es jetzt hoffentlich auch beim nächsten Land. Wir sind in irgendeinem Berg. Ich muss jetzt echt hier mit den Augen komische Sachen machen, aber jetzt habe ich das Ganze geschlossen. Ich glaube, wir sind in Griechenland. Man erkennt es wieder an der Schrift. Und das sieht hier so richtig schön aus, muss man sagen. Könnte auch ein Motiv für einen Puzzle oder sowas in die Richtung sein. Und mit Griechenland habe ich mich, glaube ich, einfach mal komplett verpokert. Okay, die genaue Stelle finde ich jetzt nicht mehr, aber wir sind hier in Georgien gelandet. Und auch hier gibt es so einige interessante Spieler. Kvaratskhelia natürlich vorne ran mit dem 92er Potenzial. Aber natürlich müssen wir auch hier wieder an das Glücksrad ran. Wir kommen auf die ZOM-Position. Ja, das heißt, die Top-Spieler verpassen wir hier und wir bekommen den Spieler mit der 71er Gesamtstärke. Also am Anfang hatten wir den besten Spieler, dann kam ein schlechterer Spieler und jetzt wird es sogar noch schlechter mit der 71er Gesamtstärke. Okay, jetzt drehe ich das ganze Ding, packe ganz schnell Paint hier drüber und dann gucken wir direkt mal, in welches Land wir als nächstes kommen, beziehungsweise gucken nicht, machen die Augen zu und sehen erstmal, dass wir auf einem Berg gelandet sind. Mit den Schriften, das machen wir lieber nicht mehr, aber hier kann man auch nicht wirklich was erkennen. Sieht so ein bisschen so Paraguay oder sowas in die Richtung aus. Eine richtig schöne Aussicht haben wir und ja, ich habe mich diesmal leider spoilern lassen, nicht direkt zum Start. Aber wo die Koordinaten oben rechts waren, da stand es dann. Aber vor allem ist für uns natürlich der nächste Spieler interessant und der muss jetzt hier einfach mal aus El Salvador kommen. Ja, und fußballmäßig ist das Ganze hier sehr klein. Wir haben insgesamt nur 4 Spieler und da der Stürmer erst ganz zum Schluss kommt, werden wir jetzt so lange drehen, bis ein Rechtsverteidiger, Innenverteidiger oder Torhüter kommt. Ich weiß nur eine Sache, den Torwart, den will ich auf jeden Fall nicht haben, beziehungsweise der Torwart kommt ja auch am Ende. Kurz mal vergessen, wir sind aber jetzt auch direkt bei dem Innenverteidiger gelandet und für diesen Innenverteidiger geht es von Los Angeles nach Ulm. Ja, und das ist das allererste Downgrade in dieser Mannschaft. Mit 62er Innenverteidiger werden wir jetzt hier haben. Die anderen werden dann natürlich gleich freigegeben. So, wieder auf gut Glück, Paint rüber und jetzt gucken wir direkt mal auf das Land, beziehungsweise will ich mich davor für über 3100 Likes bei der letzten Folge bedanken. Lasst auch gerne hier ein Like und auch ein Abo da. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst uns gerne diese Zahl hier übertreffen. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir hier gelandet sind. Okay, das sieht schon mal sehr interessant aus. Wir sind hier, ja, mitten in der Stadt. Das sieht so ein bisschen nach Indien oder sowas in die Richtung aus. Okay, man kann schon mal zusammenfassen, das Schild hängt hier irgendwie nicht so ganz richtig. Es ist wirklich sehr viel los. Und ja, ich hatte recht, wir sind hier in Indien gelandet. Das ist für uns aber natürlich keine gute Nachricht. Ja, und die indische Liga gibt es in FIFA, deswegen gibt es hier auch sehr viele Spieler, aber ja, von denen ist leider kein
keiner so wirklich gut. Beste Gesamtstärke ist eine 66. Das beste Potenzial liegt bei einer 71. Gucken wir uns die Position an und ich glaube, wir können eine Sache schon feststellen. Mit Ulm werden wir gegen den Abstieg kämpfen und werden jetzt auch, ja, unser rechtes Mittelfeld. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob wir upgraden sagen können. Okay, es wird schon mal ein Upgrade um 2 Gesamtstärken. Allerhöchste Zeit, jetzt wieder eine Top-Nation zu bekommen. Ja, das sieht aber gerade nicht so nach Top-Nation aus. Auch hier kann man natürlich wieder auf die Schrift achten. Ich habe es aber leider direkt schon gesehen. Wir sind hier im Iran. Ja, auch das nächste Upgrade wird natürlich eine kleine Enttäuschung hier sein. Wir machen weiter mit der ZOM-Position. Habe ich die nicht rausgelöscht? Anscheinend nicht. Oder ich hatte sie zweimal drauf. Müssen natürlich jetzt hier direkt nochmal drehen und sehen, es wird ein Innenverteidiger. Und im Spiel gibt es überhaupt nur einen einzigen Innenverteidiger aus dem Iran. Aber zumindest machen wir jetzt nicht weiter mit den 60er Gesamtstärken, sondern haben zumindest jetzt hier eine 70. So, ich glaube, ich habe aus Versehen zweimal gedrückt. Bisschen gefettfingert. Wir gucken direkt mal, ob wir diesmal auch richtig Glück haben. Aber direkt beim ersten Blick sieht man direkt schon, okay, könnte auch sowas wie Spanien sein. Gucken wir uns das Ganze mal so ein bisschen näher an. Sehr coole Animation. Wir sehen einen Baum, okay. Und wir sehen auch eine Straße. Wieder was Neues hier entdeckt. Hier ein kleines Dorf. Aber ja, es geht natürlich nur um das Land. Zoomen wir hier mal so ein bisschen raus. Ja, und dann hatte ich doch recht mit Spanien. Wir sind nämlich hier in einem Fluss in Spanien gelandet. Ja, und ich würde sagen, das ist jetzt endlich mal eine richtig gute Nachricht. Und das brauche ich euch natürlich nicht zu erzählen. Spätestens nach den 2 EM und dem WM-Sieg haben wir hier natürlich eine richtige Top-Nation. Der beste Spieler ist Rodri und den brauchen wir hier auch noch auf der ZDM oder ZM-Position. Wir gucken einfach auf das Glücksrad und hoffen einfach, dass wir jetzt hier den ZDM bekommen, nicht den linken Flügel. Wir bekommen den ZDM, perfekte Sache. Nach extrem viel Pech haben wir hier also mal so richtig Glück und auf der Position einfach den besten Spieler des Landes bekommen. 89er Gesamtstärke, 90er Potenzial. Komm, da wird auch direkt mal zum Kapitän gemacht, denn er und Kim sind natürlich hier momentan die einzige Hoffnung, dass wir hier nicht mit diesem Team absteigen. Und bevor wir jetzt zu den drei wichtigsten Positionen in dieser Startaufstellung kommen, kommen wir jetzt hier zu dem linken Flügel. Glücksrad brauchen wir hier nicht mehr zu drehen. Aber erstmal würde sowieso das Land hier auftauchen. Ich habe irgendeinen Tower gesehen. Und wir sehen auch direkt schon das Millennium. Und wir sehen auch direkt schon das Millennium. Und wir sehen auch direkt schon das Million. Und wir sehen auch direkt schon das Million. Das kann doch nicht sein. Und wir sehen auch direkt schon das Millennium Monument. Echter Zungenbrecher. Und wahrscheinlich ist das so ein Ding, was jeder kennen muss. Und ich kenne es natürlich in diesem Video hin nicht. Und das Ganze werden wir uns hier auch mal aus nächster Nähe angucken. Also dieser Flug sozusagen sieht immer extrem cool aus. Also auf den allerersten Blick würde ich jetzt Australien oder so sagen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie diese Brücke. Aber könnte das da hinten eine Moschee sein? Ich glaube nicht, oder? Ich werde mich wahrscheinlich hier gerade komplett blamieren. Vielleicht können wir es ja so ein bisschen an den Leuten erkennen. Also sieht eher so asiatischer aus. Und allgemein sieht es hier eigentlich auch ganz cool aus. Okay, ich bin gerade hier komplett auf dem Holzweg. Ich habe wirklich gar keinen Plan. Aber meine Vermutung mit der Moschee war schon mal richtig. Okay, wie krass sieht das denn hier gerade bitte aus? Ich hoffe, wir können da direkt mal ein bisschen spazieren gehen. Nee, leider keine Spaziergänge für Geringverdiener. Es ist, glaube ich, besser, wenn ich sie einfach auflöse und ja, okay. Glaube ich, keine Komplettblamage, aber trotzdem eine Sache, die für uns natürlich, ja, nach dem richtig guten Land mit Spanien, also spielermäßig, bekommen wir mit Malaysia, wo man sich gleich einen Spieler reinholt und wenn man da sagen würde, ja, mit dem können wir Titel gewinnen, ja, dann sagt die andere Person, sei mal leise, ja. So, ich bin mal gespannt, ob es hier überhaupt einen Spieler gibt. Nein, hier gibt es überhaupt keinen Spieler. Das heißt, hier müssen wir nochmal drehen. Ist aber eine gute Sache, wie gesagt, besser als 2, 3 schlechte. Und so können wir dann natürlich auch nochmal ein neues Land hier erkunden. Okay, sieht schon mal auf den ersten Blick hier interessant aus. Aber was ist das bitte? Wahrscheinlich Monastery. Wenn man in Englisch aufgepasst hat, dann könnte man das wissen. Keine Ahnung, ich will jetzt auch nichts Falsches hier sagen. Aber die Frage ist, hat auf diesem Rasen ein richtig guter Spieler gespielt? Beziehungsweise ganz allgemein in dem Land, der momentan auch noch aktiv ist. Wir sehen, wir sind hier in Rumänien und sind da einfach mal in einem Nonnenkloster gelandet. Also heute richtige Weltreise gemacht. Wir sehen, Rumänien hat ein paar, ja, ordentliche Spieler, aber natürlich keine Weltklasse-Spieler. Für uns sowieso nur interessant, wer ist hier der beste linke Flügel? Und das ist einfach mal Kingsley Coman, beziehungsweise Florinel Coman. Mir hätte natürlich mehr gefallen, wenn wir den französischen Coman hier bekommen. Aber ja, zumindest hier ein Upgrade um 10 Gesamtstärken jetzt hier auch auf dieser Position. Ja, und ich weiß nicht, ob 2 Spieler jetzt hier reichen würden, um den Abstieg zu verhindern, aber wir haben ja noch 3 wichtige Spieler, wo sich sehr wahrscheinlich entscheiden wird, ob wir mit der Mannschaft absteigen oder nicht. Bevor wir aber Torwart und Stürmer hier machen, wählen wir jetzt hier erstmal die Nation für die Ersatzbank aus. Wie schon gesagt, auf der Ersatzbank sind dann nur Spieler, die schlechter sind jetzt als zum Beispiel unser schlechtester Innenverteidiger. Also ja, die Nation auf der Innenverteidiger
Position für die Ersatzbank ist komplett egal. Und Stürmer und Torwart kommen natürlich gleich noch. Deswegen mache ich das gleich. Aber die Nation zeige ich euch jetzt schon direkt. Da können wir, glaube ich, auch direkt gucken. Ist, glaube ich, nicht so wirklich wichtig. Ich glaube, wir sind in den USA. Das sieht ziemlich danach aus, San Francisco. Ja, hier sehen wir auch nochmal so eine richtig, richtig große Innenstadt. Kurz nochmal der Blick hier rein. Einfach mal in den Tower geflogen. Okay, wir sind auf einmal in einer Faust drinne. Erstmal Video aufnehmen, erstmal Faust kassieren. So, ich bin nicht ins Gebäude. Ich will natürlich gucken, was hier so ein bisschen am Start ist, wie das hier so aussieht. Aber ja, aus den USA, da werden wir bestimmt ein paar gute Ersatzspieler finden. Und jetzt wollen wir hier direkt den ersten Stürmer hoffentlich upgraden. Dafür brauchen wir natürlich wieder eine Nation. Wieder versuchen wir uns nicht spoilern zu lassen. Um das Ganze hier noch irgendwie zu raten, sieht irgendwie Frankreich-mäßig aus. Also zumindest von den Namen. Gucken wir uns das Ganze mal hier so ein bisschen näher an. Okay, hier haben wir auch nochmal Natur, haben wir dann auch nochmal ein bisschen mitgenommen. Und das sind dann wahrscheinlich die Geister, von denen alle reden, oder? Erstmal ein bisschen runterkommen, erstmal einen kleinen Spaziergang hier machen. So, ich glaube, wir sind gerade auf dem Weg zu richtig guten Spielern, oder? Wir haben nochmal einen größeren Blick hier auf dieses Land, beziehungsweise auf diese Region und jetzt hier auch auf das Land. Und ja, ich hatte das Ganze richtig, wir sind hier in Frankreich gelandet und das ist natürlich für einen Stürmer wirklich perfekt. Denn hier brauche ich nicht mal das Land rauszusuchen, wir bekommen einfach Mbappé. Ja, und damit einen von drei Spielern, die 91er Gesamtstärke haben. Also wir hatten sehr viel Pech, aber ich würde sagen, jetzt hier auf den wichtigen Positionen starten wir mit richtig viel Glück rein. 91er Gesamtstärke, 94er Potenzial. Vielleicht können wir doch noch international was erreichen. Wird vor allem natürlich auch der Torwart entscheiden und vor allem jetzt natürlich auch der zweite Stürmer, zu dem wir jetzt direkt kommen. Ihr wisst, wie es läuft und ein bisschen gespoilert wurde ich schon. Ich habe nämlich gesehen, dass wir jetzt nicht so wirklich weit geflogen sind. Wir sind hier wieder in der Nähe von einem Monument und wir sehen auch direkt schon das Monument. Und ich glaube, wir haben hier sogar einen Stadion. Ja, um genau zu sein, ein Stadion. Können wir uns das Ganze angucken? Ja, das Ganze können wir uns hier aber leider nicht angucken. Tatü Ülikoli Stadion. Also ich würde mal Richtung Türkei oder sowas tippen. Hier haben wir sogar noch eine Akademie. Aber ganz egal, ich will wirklich, also Türkei ist jetzt so mein Tipp. Aber irgendwie auch nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Einfach nur wegen dem Ü sage ich jetzt hier Türkei. Aber wir können uns das Stadion doch noch so ein bisschen angucken, beziehungsweise die Straße davor. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Aber das Land werden wir so hier nicht rausfinden. Ja, und wenn ich diese Namen so sehe, dann denke ich mir irgendwie sowas wie Norwegen, was natürlich perfekt wäre. Also sieht interessant aus. Und hier haben wir sogar noch ein anderes Stadion. Und ich glaube, jetzt werde ich auflösen. Ich glaube, ich werde es selber nicht mal hier rausfinden. Ja, denn wir sind hier einfach mal in Estland gelandet. Okay, so lang war der Flug. Okay, das hat mich komplett verwirrt. Ja, und für unsere Stürmersuche ist das natürlich überhaupt nicht gut. Und warte mal, hier gibt es gar keinen Stürmer. Also zumindest keinen richtigen Stürmer. Das haben wir ja die ganze Zeit ausgeschlossen. Also einen Stürmer können wir hier leider nicht auswählen. Aber zu unserem Glück. Denn das heißt, wir dürfen jetzt nochmal in ein neues Land. Wir gucken uns also direkt das nächste Land hier an. Diesmal komplett mit Augen zu. Und jetzt sind wir hier einfach mal auf einer Insel gelandet. Und es ist wieder die Schrift, wo wir das Ganze erkennen. Also hoffe ich zumindest. Wir sind hier, denke ich mal, in Japan. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Aber einen echten Top-Stürmer werden wir hier leider nicht finden. Aber dafür haben wir eine Katze gefunden. Ja, und das Ganze, wie ich schon richtig vermutet habe, in Japan. Kamada ist da der beste Spieler, aber selbst den dürfen wir ja nicht verpflichten. Auch Kubo hat Stürmer leider nur als Zweitposition. Das heißt, unser vorletzter Spieler füllt jetzt nochmal Furuhashi mit einer 77er Gesamtstärke. Im Vergleich zu Mbappé ist das natürlich jetzt eine richtige Enttäuschung für uns ganz allgemein, aber natürlich ein ordentliches Upgrade. Hätte schlechter laufen können bei unserem vorletzten Spieler und ich würde sagen, jetzt kommt unser wichtigster Spieler. Die Torwartposition wird sehr wahrscheinlich darüber entscheiden, ob wir gleich eine richtig gute Saison spielen oder eine richtig schlechte. Jetzt werde ich aber erstmal für alle anderen Positionen die Bankspieler machen. Ersatzspieler sind jetzt da, die Spieler von Ulm, die müssen wir natürlich jetzt hier rausnehmen. Wir haben 3,5 Sterne. So sieht die Bank hier aktuell aus. Schreibt gerne noch weitere Vorschläge, was unser Team hier noch zusammenbauen soll, in die Kommentare. Und jetzt kommen wir zur letzten Position, zur letzten Nation. Und jetzt wollen wir nochmal so richtig vernünftig raten. Irgendeine Burg oder so habe ich da gesehen. Und ich glaube, wir sehen direkt schon auf dem ersten Blick arabische Schrift, das heißt leider nicht, ja, dass wir hier gleich einen Manuel Neuer oder sowas in die Richtung bekommen. Aber ich will auch überhaupt nichts Falsches raten. Wir wissen, dass wir keinen Weltklasse-Keeper bekommen werden. Aber wir haben hier nochmal eine Sehenswürdigkeit und das Ganze hier in Kairo, Ägypten. Aber warte mal, in Ägypten gibt es gar keinen Keeper. Wir bekommen also auch hier nochmal eine zweite Chance. Komm, die müssen wir aber jetzt diesmal nutzen. Ich habe nur grüne Fläche gesehen, so rasenmäßig. Gute Beschreibung, oder? Hoffentlich sind wir jetzt hier in einem richtig guten Land. Erste Einschätzung, Sean Colley oder sowas in die Richtung. Warte mal, Nord? Sind wir hier wieder in Frankreich oder was? Okay, das Ganze wäre natürlich richtig krass. Gucken wir direkt mal, wo wir genau gelandet sind. Ja, okay.
sieht interessant aus, aber vor allem wollen wir natürlich wissen, dass es jetzt hier wirklich Frankreich ist. Aber ich glaube schon, der das Foto hier gemacht hat, ist Jean-Baptiste. Ja, und es ist kein anderes Nord, es ist das Nord in Frankreich. Und das heißt, wir bekommen nochmal einen französischen Keeper zum Abschluss. Nochmal ein richtig, richtig gutes Upgrade. Aber jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Was erreicht diese Mannschaft hier in der Bundesliga und ich würde sagen auch in der Conference League? Okay, schon mal zwei schlechte Nachrichten. Wir haben es nicht bis zum Ende der Saison geschafft. Auch einen Top-Torjäger haben wir nicht. Aber das hat natürlich nichts zu heißen. Wir gucken erstmal hier auf die Conference League. Die Gruppenphase hat das Team hier schon mal überstanden. Aber in der Vorrunde war dann gegen Marseille Schluss. Nächster Wettbewerb. Wir sehen, Ulm setzt sich hier in Runde 2 gegen Wolfsburg durch. Hoffnung, dass man es hier doch noch ein bisschen weiter schaffen könnte. Nicht ganz so lange. Denn gegen Hoffenheim ist dann Schluss. Der Klassiker im Finale, den Dortmund gewinnt. Bayern holt sich dafür aber die Meisterschaft, das kann ich schon mal verraten. Und es war ein spannender Abstiegskampf in dieser Saison, aber der SSV Ulm, der hatte damit gar nichts zu tun. Ich würde sagen, das ist ein gutes Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.